Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. Liebe Gottesdienstbesucher, heute ist der erste Advent. Ein neues Kirchenjahr beginnt. Und wir feiern Gottesdienst in Erwartung der Ankunft Christi und gedenken zugleich seines Kommens vor langer Zeit. Wir freuen uns über seine Nähe, wann immer wir in seinem Namen zusammen sind. Als Vorzeichen des auf uns zukommenden Glanzes Gottes entzünden wir nun die erste Kerze am Adventskranz. Und dafür bitte ich nun, Kinder nach vorne zu kommen. Ich werde selber mit dem Licht kommen. Ich ergebe nun diese Kerze und wir zünden den Adventskranz an. Und zwar diese Kerze muss man zuerst. Sehr schön. Die Kerze nehme ich jetzt wieder. Und es gibt dazu auch ein etwas Vorbereitetes. Ganz zum Mikrofon. Es ist Advent. Siehe, dein Kind kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Helfer. Grüner Kranz mit roten Kerzen, leucht mit deinem Lichterstrahl, hell in alle Menschens Herzen in die dunkle Welt hinein. Hoffnung grünt auf deinen Zweigen, lieb ist deiner Kerzenskleid. Scheine Licht in Sehnsucht schweigen, macht die Herzen froh und breit. Rote sind am Kranze, vier ist ihre heilige Zahl. Bald erstrahlt die Welt im Glanze, der vom Köpplein kommt im Stahl. Vielen Dank, das war ein sehr schönes Gedicht zum Adventskranz mit den vier Kerzen, die Hoffnung und die Erwartung des Königs, den wir heute in diesem Gottesdienst besingen werden. Und die Hoffnung, haben wir nochmals gehört im Gedicht, wird uns auch als Stichwort in diesem Gottesdienst begleiten. Wir setzen den Gottesdienst nun mit dem Eingangslied fort. Vielen Dank. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Der Predigttext zum ersten Adventssonntag steht im Alten Testament, im Buch des Propheten Sacharja, im 9. Kapitel. Du Tochter Zion, freue dich sehr, und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Denn ich will die Wagen vernichten in Ephraim und die Rosse in Jerusalem, und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er wird Frieden gebieten den Völkern, und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Soweit das Wort der Heiligen Schrift. Gott segne das Hören und Reden. Amen. Liebe Gottesdienstbesucher, einigen ist die Kurzgeschichte vom Gespräch der vier Kerzen am Adventskranz wohl vertraut. Draußen lag Schnee. Es war bitterkalt. Und es war sehr still, so still, dass man hören konnte, wie die Kerzen miteinander zu reden begannen. Die erste Kerze seufzte und sagte, ich heiße Frieden. Mein Licht gibt mir Sicherheit, doch auf der Welt gibt es so viele Kriege und Konflikte, die Menschen wollen mich nicht mehr. Ihr Licht wurde kleiner und erlosch. Die zweite Kerze flackerte und sagte, ich heiße Glauben, aber ich fühle mich überflüssig. Die Menschen glauben an gar nichts mehr. Was macht es für einen Sinn,
ob ich brenne oder nicht. Ein Luftzug wehte durch den Raum und die zweite Kerze verlosch. Leise und zaghaft meldete sich die dritte Kerze zu Wort. Ich heiße Liebe. Mir fehlt die Kraft, weiter zu brennen. Egoismus beherrscht die Welt. Die Menschen sehen nur sich selbst und sie sind nicht bereit, einander glücklich zu machen. Und mit einem letzten Auflackern war auch dieses Licht ausgelöscht. Da kam ein Kind ins Zimmer und schaute die Kerzen an. Warum brennt ihr nicht? Ihr sollt doch brennen und nicht aus sein. Traurig ließ es seinen Blick über die drei erloschenen Kerzen schweifen. Da meldete sich die vierte Kerze zu Wort. Sie sagte: Sei nicht traurig, mein Kind. Solange ich brenne, können wir auch die anderen Kerzen immer wieder anzünden. Ich heiße Hoffnung. Und von Hoffnung, liebe Schwestern und Brüder, ist auch in unserem Bibelabschnitt aus dem Buch des Propheten Sacharja die Rede. Im 5. Jahrhundert vor Christus besetzte das Perserreich das Volk Israel. Das kleine Königreich war dem großen Imperium völlig ausgeliefert. Jerusalem, die Hauptstadt, wurde verwüstet. Ein Großteil des Volkes geriet in Gefangenschaft. Wirtschaftliche Schwierigkeiten breiteten sich aus und fremde Herrscher regierten das Land. Keine gute Situation. Das kleine Königreich Israel spielte schlechte Karten. Vor diesem Hintergrund nun tritt ein Prophet auf. Unbekannt zunächst und bescheiden, aus einer Priesterfamilie stammend, trat er zaghaft auf. Die Botschaft, die er verkünden sollte, ist neu, völlig unerwartet und völlig unerhört. Er kündete Jerusalem an, der Tochter Zion, dass ein neuer König kommen wird, ein Gerechter und ein Helfer, ein neuer König, der weder Pomp noch Glanz, weder Militär noch Siegeszüge braucht wie der König der Perser, ein König, der auf einem Esel reiten wird und der nur eine einzige Aufgabe haben wird, den Kriegsbogen zu zerbrechen und Frieden zu lehren. Es ist eine Botschaft, die vollkommen neu ist, voller Hoffnung, eine Botschaft, die Perspektive auf ein Besseres eröffnet, die Zukunft ermöglicht. In jeder Situation hört das Volk Israel. In jeder Lebenslage gibt es Hoffnung. Das ist auch die bleibende Botschaft der vierten Adventskränze. Als Jesus Christus Jahrhunderte später nach Jerusalem, der Tochter Zion, kam, geschah es zeichenhaft. Er schickte zwei seiner Jünger voraus, um zwei Lasttiere zu holen, einen Esel und ein Füllen. Das geschah, so berichtet Matthäus, wir haben es gehört, damit das Prophetenwort erfüllt werde. Siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttieres. Die Bewohner Jerusalems sahen damals in diesem Einzug das Kommen des lang erwarteten Königs von Israel, dem neuen Herrscher, der sie auch von einer Fremdherrschaft erlösen sollte, der Fremdherrschaft der Römer. Hosianna wurde ihm zugerufen. Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Der Hoffnungsbringer ist da. Die Menschen, damals wie heute, erkannten allmählich, dass dieser Jesus die Zeiten, die Umstände und die Welt verändern kann und wird. Seit seinem Kommen damals gibt es immer wieder Hoffnung. Und viele Jahrhunderte später entstand ein bekanntes Adventslied, bekannter als die Geschichte vom Gespräch der vier Adventskerzen. Geschrieben wurde es im 19. Jahrhundert von Friedrich Heinrich Ranke und vertont wurde es von niemandem anderen als von Georg Friedrich Händel. Es ist das Lied »Tochter Zion, freue dich, jauchze laut Jerusalem«, sieh, dein König kommt zu dir, sieh, er kommt, der Friede Fürst. Die Melodie hat einen triumphalen Klang,
so wie die Texte aus den Oratorien Josua, also Josuam, und Judas Makkabäus, die den Herrscher als siegreichen Feldherrn begrüßen. Im Adventslied wird nun dieser politische Feldherr zu einem universellen Friedefürst. Ein Herrscher, der keine politischen, ökonomischen, militärischen und strategischen Programme braucht. Das Adventslied jubelt und begrüßt den Hoffnungsbringer, den milden König Jesus Christus. Es ist tröstlich, dass es ein solches Lied auch in unserem Gesangbuch gibt. Wir alle können darauf zurückgreifen, besonders in diesen Zeiten der Bedrängnis und der Not. Wir sind zwar politisch betrachtet unter keiner Fremdherrschaft, und dennoch herrschen andere über uns. Die Pandemie breitet sich weiter aus und verhindert einen normalen Lebensablauf. Unsicherheit und Angst breiten sich weiter aus. Viele fragen sich, wie es zu Weihnachten wohl sein wird. Wird es entspannter sein oder werden die Restriktionen zunehmen? Wir wissen es nicht. Wie wird der Geburtstag des Herrn Jesus Christus gefeiert werden? Wird es wohl Gottesdienste geben? Dürfen sich die Familien treffen? Wir wissen es nicht. Es herrscht Unsicherheit. Abgesehen davon erwarten viele unter uns wirtschaftliche Engpässe. Leute sind von Arbeitslosigkeit betroffen. Das Arbeiten zu Hause belastet viele. Der Online-Unterricht der Schüler bereitet Frust und Sorgen den Lehrern, den Eltern und den Kindern. Lebensmittel werden teurer und so weiter. Bei weitem ist doch keine Erleichterung in Sicht. Dazu kommt die permanente Bedrohung der Gesundheit. Aber auch die Lasten, die vielfältigen Lasten des Alltags nehmen eher zu, sie nehmen nicht ab. Kurzum, unsere Lage Anno Domini 2020 ist nicht besser als die des Volkes Israel vor beinahe 1000 Jahren. Damals wie heute jedoch hören wir diese Worte der Hoffnung. Tochter Zion, freu dich, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Die Städte und Dörfer, das merken Sie, breiten sich auf Weihnachten vor. Die Straßen und Plätze werden wieder geschmückt. Die Geschäfte bieten bereits Weihnachtsprodukte an. Hektik und Stress nehmen zu. Doch die Frage bleibt: Wissen all diese, wofür sie die Straßen, die Kaufhäuser und alles andere schmücken? Welchen Herrscher erwarten sie? Von welchem König sprechen sie? Warum machen sie so einen kostspieligen Aufwand? Der Herrscher, der in Bethlehem geboren wurde, braucht all diesen Firlefanz nicht. Er hat sich entschieden, andere Werte vorzuziehen. Er reitet auf einem Esel. Im Adventslied von Georg Weissel, Macht hoch die Tür, wird dieser König wie folgt umschrieben. Er ist gerecht, ein Helfer wert. Sanftmütigkeit ist sein Gefährt. Sein Königskron ist Heiligkeit, sein Zepter ist Barmherzigkeit. All unsere Not zum End er bringt, der halben jauchzt, mit Freuden singt. Das heißt, dieser Helfer, dieser Herrscher will ein Helfer sein. Sanftmütig will er sein und heilig. Sein Reichszeichen ist Barmherzigkeit und all unsere Not will er zum Ende führen. Wie tröstlich. Das Erfreuliche an dieser Beschreibung ist, dass dieser König nicht fern von uns sein will. Abgesondert in Palästen und Regierungshäusern, keineswegs. Von ihm sagt der Prophet, siehe, dein König kommt zu dir. Jesus Christus stellt sich auf Privatbesuch ein. Das heißt, er will zu ihnen kommen. In ihr Leben, in ihr Herz, zu Hause, zu ihnen. Er stellt sich
auf Privatbesuch ein. Wenn das keine Hoffnung ist, wer diesen König in sich aufnimmt, wer ihm Platz macht, wer alles wegräumt, was sein Kommen hindert, wird von Hoffnung erfüllt. Und Hoffnung ist jenes Gefühl, das uns trotz bitterer Lebensumstände weitermachen lässt, uns ermutigt, den nächsten Schritt zu tun und nie aufzugeben. Wie tröstlich, dass die Adventskerze miteinander von Hoffnung sprechen und auf diesen Herrn hinweisen. Vom kommenden König heißt es bei Sacharja, dass er den Königsbogen zerbrechen und den Frieden lehren wird. Und Jahrhunderte später sollte der Apostel Paulus von diesem König der Gemeinde in Ephesus schreiben: Durch Christus haben wir Frieden. Christus ist gekommen und hat seine Friedensbotschaft allen gebracht, die fern von Gott lebten, und allen, die nahe bei ihm waren. Jesus Christus ist unser Friede. Er hat die Kraft zu versöhnen und zu verbinden, Schuld zu vergeben und Konflikte zu beenden. Das bekennen wir als Christinnen und Christen. Allerdings schaut unser Alltag anders aus. Auch die zwei Jahrhunderte Christentumsgeschichte sind nicht unbedingt friedlich verlaufen. Kein vernünftiger Mensch kann behaupten, dass es zurzeit Frieden gibt. Versagt haben die Christen und Christinnen über Jahrhunderte hinweg. Versagt hat das weltweite Christentum, welches statt des Herrn, Weisung zu folgen, viel lieber den eigenen Interessen, Schwächen und Sünden gefolgt ist. Trotz alledem, Christus ist und bleibt unser Friede. Er ist der Friedefürst. Und sein Frieden beginnt nicht in Brüssel, in Moskau, in Washington, auf der Calle Victoriae oder Piazza Victoriae oder in Rom. Sein Frieden beginnt, wie auch sein Kommen, in aller Milde, sanft und unauffällig. Sein Friede verwirklicht sich durch uns. Deswegen nennt er diejenigen selig, die Frieden bringen und schaffen. Denken Sie doch einmal heute am Adventssonntag nach, wie Sie in Ihrem Wirkungsbereich Frieden bringen können. Es reicht, wenn Sie zum Beispiel etwas Ermutigendes sagen oder einfach getan haben. Es wird die Wirkung nicht verfehlen. Wir alle tragen ein klein wenig und vielleicht sogar ganz viel zum Frieden in der Welt bei, indem wir auch ganz unabsichtlich anderen Menschen gute Botschaften schicken. Wissen Sie, was dann geschieht? Diese Menschen, das sind wir alle, denn auch wir sind betroffen, erleben Hoffnung. Wir alle bekommen dann einen Impuls, dass es weitergehen kann. Wie gut, dass es Hoffnung gibt. Wie gut, dass wir jedes Jahr aufs Neue diese Botschaft vernehmen, dass der Friedensfürst, der Hoffnungskommer Jesus Christus kommen wird. Wir gehen auf Weihnachten zu. Da ist dieser Hoffnungsbringer ganz konkret. Auch wenn wir nicht wissen, was auf uns zukommen wird, etwas wissen wir mit Sicherheit. Nämlich, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Amen.
Manche haben ihn schon entdeckt, den aufgestellten Stall unter dem Weihnachtsstern, in der beim Christfest die Krippe ihren Platz findet. Es ist ein Jahr her, seitdem das Presbyterium beschlossen hat, dass wir diesen weihnachtlichen Brauch aufnehmen sollen, die Krippe, den Stall und die Krippe aufzustellen. Und das ist nun geschehen, indem am ersten Adventssonntag der Stall in einer sehr bescheidenen Art und Weise aufgestellt wurde. Noch ist er leer, doch an den kommenden Adventssonntagen bis zum Heiligen Abend soll er sich füllen, andeutungsweise auch durch das, was jeweils zum Motiv des Adventssonntages passend ist. Während nach ostkirchlicher orthodoxer Tradition die Geburt des Erlösers in einer Höhle geschieht, zeigen die Bilder in der westlichen Tradition einen oft verfallenen, armseligen, dürftigen Stall. Heute, am ersten Adventssonntag, wo es um Christus als dem königlichen Sohn Davids geht, bringt dieser Stall dessen Haus in Erinnerung, so wie er kein Ross, kein Hengst auswählt, sondern einen Esel, so wählt er auch keinen luxuriösen Palast aus, sondern einen armseligen Stall. Von diesem Stall, von dieser Armseligkeit spricht allerdings auch eine andere Verheißung, die mit der Geburt des Herrn auch erfüllt wird. Im Buch des Propheten Amos hören wir: Zur selben Zeit will ich die zerfallene Hütte Davids wieder aufrichten und ihre Risse vermauern und was abgebrochen ist, wieder aufrichten und will sie bauen, wie sie vor Zeiten gewesen ist. Soweit die Prophetie. Auch die Könige, die kommen werden, den neugeborenen König anzubeten, sind schon unterwegs. Der Stern ist erschienen, aber er leuchtet noch nicht über dem Stall. Die Könige sind unterwegs, ein Schwarzer ist auch darunter. Sie sind auf der Suche nach dem neugeborenen König, geleitet werden sie vom Stern von Bethlehem, bis dieser Stern am Ziel steht und über dem Stall leuchten wird und den neuen König der Welt ankündigt. Es ist Advent. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Grüner Kranz mit roten Kerzen, leucht mit deiner Lichter Strahl hell in alle Menschen's Herze in die dunkle Welt hinein. Hoffnung grünt auf deinen Zweigen, lieb ist deiner Kerzens Kleid. Scheine Licht in Sehnsuchtsschweigen, mach die Herzen froh und weit. Rote sind am Kranzen, vier ist ihre heilge Zahl. Bald erstrahlt die Welt im Glanze, der vom Krüpplein kommt im Stall.